Ah, wer kommt mich denn jetzt schon wieder wecken? Oh, stimmt, ich war gar nicht am Schlafen. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Heute sind wir in Kapitel 22 und ja, ich bin nicht im Somniel, weil wir direkt vom letzten Kapitel in dieses hier reingeschmissen worden sind. Und ja, deswegen nichts mit dir vorbereiten, nichts mit tägliche Runden im Somniel und ja, deswegen. Ja, können wir relativ schnell mit dem Kapitel weitermachen. Wir haben schon im letzten Part die Cutscenes geschaut und habe ja nicht gewusst, dass es direkt danach weitergeht, aber kommen wir wenigstens schnell wie möglich zum Gameplay. Übrigens, heute schreiben wir den 6. April und gestern wurde der letzte Inhalt vom DLC-Pass freigeschaltet für dieses Spiel. Was bedeutet die Nebengeschichte? Wurde freigeschaltet, also diese DLC Nebengeschichte, die auch, weiß nicht, so was Ähnliches sein soll wie hier in Fire Emblem Three Houses mit den Ashen Wolves, also mit dem vierten Haus. Ich weiß nicht, worum es in diesem DLC gibt, aber da gibt es auch wieder so eine kleine Nebengeschichte. Und als ich das Spiel gestartet habe heute, da kam wieder so eine Meldung, wo immer so erklärt worden ist, ja, dieser Inhalt wurde jetzt freigeschaltet und das kannst du jetzt machen. Ich weiß nicht genau, vom wo aus das starten muss oder wann ich das starten kann. Im Hauptmenü war jedenfalls nichts. Also ist halt nicht irgendwie eine vorgegebene Story, nehme ich an, mit vorgegebenen Charakteren oder so. Aber da können wir sowieso jetzt nicht nachgucken, von daher warten wir erstmal später, ne? Und dann gab es irgendwie noch so Sachen, die man sich umsonst runterladen konnte, aber irgendwie so Emblemringe hier, aber also so normale, nehme ich mal an, ne? Also so welche. Und zwar von drei Charakteren. Ich nehme an, das sind Charaktere von Fire Emblem Heroes, also dem Mobile-Spiel von Fire Emblem. Die muss ich mir im Somniel abholen, aber also die habe ich noch nicht. Und wenn ich diese DLC-Story abgeschlossen habe, ich habe mir mal auf den eShop hier so die Informationen davon angeschaut. Also jetzt nicht storymäßig, aber so inhaltsmäßig halt, ne? Und ja, wenn man das DLC durchgespielt hat, aber wenn man diese Nebengeschichte durchgespielt hat, dann schaltet man Charaktere für den Spiel, für den Hauptspielstand frei. Also ist genauso wie in Fire Emblem Three Houses. Wenn man irgendwie die Nebengeschichte von den Ashen Wolves hier abgeschlossen hat, dann merkt das Spiel das und dann kann man irgendwie die Schüler von dem vierten aus sich in der Armee rekrutieren. Also ich nehme an, ungefähr so läuft das hier ab dann, ne? Und ich würde das gerne noch machen, bevor wir das Spiel durchspielen. Dann renne ich zwar hier mit DLC-Charakteren rum, aber was soll's. Und weil ich will natürlich dann auch was von denen haben, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie das Spiel durchspielen und dann erstmal die DLCs durchspielen und dann die Charaktere von meiner Hauptstory, die ich schon abgeschlossen habe, freischalten, ne? Von daher nehme ich mal an, das wird wahrscheinlich das nächste sein, was wir ja machen, je nachdem, ne, was der Level ist oder wie das überhaupt funktioniert. Und ja, in dem Sinne sage ich dann, da machen wir, nachdem das hier alles abgeschlossen ist. Aber erstmal müssen wir hier durchkommen, ne? Erstmal müssen wir hier diese Level ja schaffen. Und ja, ich konnte halt nicht viel machen, ne? Ich konnte jetzt nicht meine Charaktere ändern, ich konnte jetzt hier die Emblemringe, also diese 0815 Emblemringe konnte ich hier alle ausrüsten. Ich kann ja, sieht man gar nicht hier, ne? Ich werde es nicht zeigen, wer jetzt als welchen Ring hat, ne? Aber ja, so einen riesigen Unterschied macht das sowieso nicht, ne? So, ich habe mir diese Level mal hier angeschaut und sieht jetzt nicht so schwierig aus, außer hier kommt noch irgendwas Übles. Alles, was ich machen konnte, ist noch meine Startposition ändern, meine Ausrüstungsgegenstände ein bisschen herum switchen. Einkaufen kann ich auch nicht nehmen. Macht irgendwie Sinn, ne? Weil jetzt alles zerstört und so. Von daher, wir müssen jetzt mit den Einheiten, die wir jetzt auch haben, weiterspielen, ne? Das ist immer irgendwie noch voll erschreckend, ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie 5-6 Leute verloren hätte im letzten Kapitel, dann hätte ich nur noch 5-6 Leute, die ich hier spielen könnte. Also irgendwie gruselig. Aber egal. Vale schließt sich höchstwahrscheinlich, nachdem wir hier auf los gehen, unsere Armee an. Was ich übrigens gemerkt habe, sie ist am Lächeln. Das war sie, glaube ich, sonst nicht immer, wenn sie auf der Gegnerseite war. Da hat sie irgendwie so ein
So, ja, wie er, ne, so einen grimmigen Gesichtsausdruck, ne, weil sie halt böse war. Aber jetzt ist sie gut, jetzt tut sie lächeln. Sie ist halt 35, deswegen weiß ich nicht, ob ich ihr irgendwie eine Menge Kills hier geben werde. Ich weiß gar nicht, wie die Level überhaupt hier scalen, ja, von Dieben und Tänzern. Weil, wenn das Maximum Level 40 wäre zum Beispiel, dann würde das irgendwie bedeuten, dass mein Tänzer auch auf Level 40 hochleveln kann. Aber meine Tänzer und meine Diebe, welche über Level 20 gehen können, die sind schon, sind erst Level 25. Also die sind alle unterlevelt. Ich weiß es nicht. Level 35 sieht ziemlich hoch aus für das jetzige Level. Das wäre ungefähr, glaube ich, das gleiche Level wie mein Hauptcharakter. Ne? Er ist ja bis Level 20 gegangen. Dann hat er sich weiterentwickelt, hat er noch mal 15 Level, das sind 35 Level in Fire Emblem Terms, ne, in Fire Emblem Terminology. Also er ist auch Level 35, mehr oder weniger. Von daher wird das passen, ne? So. Warum ist Fram ganz vorne? Da stimmt doch irgendwie was nicht. So, ich glaube, hier ist besser, ne? Obwohl, ich glaube, ich habe ihn irgendwie dahin platziert. So, ich kann halt nicht viel machen, ne? Dieses Kapitel sieht nicht stressig aus, außer wenn hier irgendwie 5 Millionen Verstärkungsgruppen kommen, wie beim letzten Kapitel. Aber wir sind keine Truhen, hier sind keine anderen Sachen. Und ich nehme an, ich muss hier diese Dinge einsammeln, ne? Weil das sind alles die Ringe von unseren Emblemen. Und ich nehme jetzt einfach mal an, ich muss mal meinen Hauptcharakter dahin, weil er ja nur die Ringe hier erwecken kann, ne? Übrigens verzerrt, ne? Überall werde ich jetzt als verzerrt angeredet. Was ich irgendwie lustig finde. Na, verzerrter Daniro. Überall steht jetzt verzerrt. Gott. Ja, und dann, wie gesagt, viel konnte ich nicht machen. Das heißt, los geht's. Guck mal, wie das hier abläuft. Alle Emblemringe wieder erlangen. Aber wir gehen schon ruckzuck rein. Letzten Kapitel ist eine Menge abgegangen, storymäßig, ne? Irgendwie 5 verschiedene Aufstehungen, ne? Auferstehungen. Also Wales, wahres Ich ist auferstanden. Ich bin aus dem Tod wieder zurückgekehrt. Sombron ist auferstanden und zu neuen Mächten, hat neue Mächte und so bekommen, ne? Also sehr viele Auferstehungen. So, Ringe sammeln, beschwöre Embleme, in denen du verzerrten Daniro neben einen der bodenliegenden Ringe platzierst. An einem bodenliegenden Ring platzierst. Okay, ich wollte schon sagen. Yay, Vale hat sich der Gruppe angeschlossen. Und sie ist halt eine Magierin, ne? Sie sieht jedenfalls so. Sie hat eine Menge Resistenz, was ich sehr gut finde. Ich weiß nicht, was ihre Standardgeschicklichkeit ist. Ich nehme an 23, ne? Sie hat irgendwie hier so eine coole Fähigkeit, ne? Das heißt, wenn ich ihr einen Ring gebe, dann lädt er sich automatisch auf in jeder Runde, was nicht schlecht ist, ne? Selbst wenn sie nicht kämpft, das heißt irgendwie, das kann ziemlich broken sein, nehme ich an. So, plus 1 Schaden und minus 3 Schaden. Das ist also genau das Umgekehrte, was er hat, ne? Ja, gab es im Fire Emblem Fates auch, ne? So 2 Charaktere, die waren auch Schwestern, die hatten auch den exakt gleichen Effekt, wenn ich mich nicht irre. Nur einer hatte den so rum, die eine hatte den so rum. So, ich hatte eigentlich schon den ersten Zug vorgeplant, aber das war vor 2 Tagen. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau, was ich hier mache. Ich glaube, ich wollte alle Gegner hier mal so anlocken. Ich glaube, ich wollte sogar, wo ist er? Bonnet wollte ich hier hinpacken. So, wie gesagt, ich kann meine Charaktere nicht ändern, ne? Das heißt, Wanda ist jetzt hier ein bisschen gestrandet. Ich habe nicht Mikaya, das heißt, ich kann nicht aus sicherer Entfernung mit ihm Charaktere heilen, ne? Das heißt, er kann jetzt nur noch angreifen und ja, das ist ein bisschen gefährlich. Aber mal gucken, ne? Ah, er hatte auch einen Tomahawk, da hätte ich hier eigentlich ihn da eben platzieren sollen, wahrscheinlich. Hast du ein? Ah ja, du hast ja halt Colored Bulk jetzt. Ich habe ihr halt Colored Bulk gegeben übrigens, ne? So, ich gebe dir, glaube ich. Ich pack dich da hin, ne? Für Schaden machst du, wenn du einen Tomahawk hast, dann machst du 9 Crit.
Wie Schaden machst du überhaupt? Kann ich vielleicht auch mal nach 41. Was ist dein Effekt? Oh, ach. Ich kann auch sie einsetzen. Ich glaube, das wäre ein bisschen sicherer. Ich bin ziemlich sicher, sie wird halbwegs gut ausweichen. Oh ja, 100%. So, dann. Da kann ich doch vielleicht Serien packen. Ne, hast du einen Bywan? Boda 29. Also wir locken so viele Leute wie möglich erstmal an hier, ne? Dann im Erstzug, ne? Muss sagen. Du müsstest eigentlich gut ausweichen, ne? Was ich auch machen könnte, ist, ich könnte. Warte mal, du machst weniger Schaden, ne? Du neben mir bist. Ja. Aber jetzt habe ich zwei Charaktere, die sich neben anderen Leuten platzieren können, ne? Um die zu buffen. Jetzt nimmt sie irgendwie weniger Schaden, aber eigentlich voll Schwachsinn, nicht, weil sie nimmt so keinen Schaden. Aber oh mal so, mach mal Linie. Für den Fall, dass du getroffen wirst, mach mal Protection hier rein. Ich glaube, meine Protection wird nicht abgenommen, wird nicht weggenommen, wenn der Charakter ausweicht. Das kann man ruhig machen, ne? So, und ihr seid alle mal hier auf Standby. Für den Fall, dass ihr, oh, dass ihr ein bisschen happig wird. Ja, Wanda, du musst, musst weit entfernt sein von allen, ja. So, los geht's. Daneben. Null Prozent. Ein Crit? Crit? Nein, okay. So, deswegen schon wieder mehr Leute, als ich eigentlich will. Das ist aus. Oh, er trägt mich aber. Weil dieser, weil diese Pirouette echt nötig. Lass mich einfach zuschlagen mit dem Teil. Okay. Okay, so viele Leute haben sich hier nicht bewegt. Finde ich gut. So. So, wie hockst du eigentlich immer noch auf Level 10 rum? Verstehe das nicht. Nehmen wir mal unser neues Schwertchen aus. Das ist natürlich wieder ein bisschen zu wenig. Bisschen Kill holen. Crit. Ja. Butter. Alles klar. Mehr Crit. Sie hat wortwörtlich nur Werte gegeben, die ja noch mehr Crit geben. Glück und Fähigkeit. So. Hey, Wanda. Nee. Obwohl. Nee. Obwohl. So, gehen wir mal dich los, würde ich sagen. Solange nicht ein Sturm von 1 Million Gegner kommen, ist das eigentlich noch relativ chillig. Ja, finde ich. So, ich brauche jeden hier zum Angreifen. Hier sind wieder eine Menge Gegner. So, oh. So. Ich spiele diese sehr verdrehte Musik.
37, du hast nicht Crit, oder? Du hast Crit 15, Watt. Kann ich eigentlich Vale einschicken, ne? Das ist nicht Vale, das ist Vale. Sie macht mit dem mehr Schaden? Uff. So, sie kann schon mal hier ein bisschen schwächen, würde ich sagen, ne? Alter, ist das Ding krass. Sag. Ja, die sind ein bisschen überlevelt hier. Na, warte mal, ich könnte auf ihn losgehen mit... Oh ja. Wanda. Du schaffst doch bestimmt den jetzt zu treffen, ne? Oh, hey. Schon mal da. Bei dem Mondschutz. Ja, da war von Bale, genau. Ich bin in Lebensgefahr, ja. Ich habe nicht mehr Mikaya. Königsritter. Kann ich hier jemanden? Ist hier jemand zum Heilen da? Ja. Oh, du hast eine. Schick lieber dich da ein, ne? Muss er eigentlich nur dafür sorgen. Ah, fast. Muss er eigentlich nur sorgen, dass das hier abgeblockt wird. Weißt du? Eine Silberlanze. So, ach ja, die sind ja auch noch hier. Mich erstmal darum kümmern hier, ne? Ja. Diamant könnte echt gleich mein stärkster Charakter sein mit dem Silberschwert, ne? Wenn du den so ein Ding in der Hand drückst. So. Hast du ihn down hauen? Ja, mal. Ich bin zwar ein Heiler. Also so kein Schaden genommen hier in dem Zug. Sehr. So, ist nicht down. Sieht ganz so nach aus, ne? Nö. Warum überlebst du mit genau? Gibt's jetzt nicht. Was ist hier los? Warum überleben die alle mit einem Schlag? Was ist hier los? Ich verstehe nicht, was hier los ist. Die haben keine Effekte oder so, aber überleben irgendwie mit einem Schlag. Du kannst ihn erledigen. Warum? Egal, mach. Verstehe es nicht. Na, dann gehe ich hier rein. Du dürftest mich eigentlich nicht treffen, ne? So gut wie nicht treffen. Oh ja. Aha. Oh. So. Ja. Ein Crit? Nein. Nämlich. Okay. Ja, jetzt gehst du down. Ich weiß nicht wieso.
Aber ja. Ich muss wahrscheinlich ihn her. Stimmt, ich habe Marv. Ja. Entweder zu stark oder viel zu schwach. Nein, sie trifft ihn nicht. Sag genug. 13, dann 32. Ja, das ist genau richtig. Das ist genau genug. So, nehmen wir mal an, Bonnet wird halt überleben, ne? Muss man auch Charakter daneben platzieren, ne? Okay, ja. Warte. Triffst du aber nicht damit, ey. Na gut, dann gehen wir hier hin. Und du hier hin. So. Ah ja, Momente. Immer gibt Face Albert eine Ringe, ey. Ich habe irgendwie niemand alle meine Ringe. Ist mir aufgefallen, Marv war irgendwie für die Hälfte des Spiels irgendwie nicht spielbar. Was ist denn das schön? Ah, warum bist du nur Level 10? Änder mal. Mal. Aus dem Sattel rausgeschlagen. Oh, Figur, sehr cool. So, dann nehme ich an, muss ich hier irgendwie hin, ne? Kann ich natürlich nicht hin. Gehen wir mal hier hin, heilen wir ihn hoch. Ach, der fährt natürlich auch noch ein. Okay. Ich werde den Typen sowieso nicht, ich hätte den Ring sowieso nicht erreichen können. Aber ich habe mich da so bewegt, dass ich ihn im nächsten Zug erreichen müsste. Schon gedacht. So, natürlich ist hier noch was. Ich denke mal, das Kapitel kann gar nicht so schwierig sein, weil es irgendwie so darauf ausgelegt ist, dass ich hier halt nicht irgendwie warte. So. Ach ja, der Meteor, habe ich vergessen. Das Kapitel ist halt so darauf ausgelegt, ne? Im Sinne von, du musst diese Sachen jetzt zwei hintereinander spielen, ne? Du musst hier zwei Kapitel hintereinander spielen. Naja. Muss das ja irgendwie möglich sein, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5, dann, dann. Ja, bleib mal stehen, aber haben wir den ja. Und ihr chillt mal hier, würde ich sagen, ne? Ich mache hier hin. Ich frage mich, ob wir mir die Ringe einsammeln, ob wir die ja noch direkt benutzen können. So, keine Ahnung, wir gehen irgendwie weiter nicht. Ja, dann soll ich mir vielleicht irgendwie überlegen, ne? Oh. Aber ich nehme jetzt mal sehr stark an. Oh nein, er hat keine Heilung mehr. Aber ich habe nur einen Heilstab. Den ich noch nicht angekratzt habe im Inventar. Gott sei Dank habe ich den letztens schon gekauft.
Ja, was wollte ich sagen? Vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Ach ja, mein Hauptcharakter kann die ja nur einsammeln, ne? Von daher nehme ich jetzt mal nicht an, dass ich irgendwie, weil ich habe so gedacht, so ja, ich soll vielleicht aufpassen, mit wem ich die einsammle, ne? Die Ringe ausgewichen. Also hat vielleicht jemanden wählen, der irgendwie, weil rechts ist zum Beispiel Lin, sollte vielleicht jemanden nehmen, der irgendwie viel stärker hat, ne? Damit halt der Langstreckengang voll stark ist, ne? Aber nein, aber muss ich da reingehen? Muss ich da reinlaufen? Du kannst nicht da reinlaufen. So, wie viel Schaden machst du gegen ihn? Okay, wow, sie wird gewonnen. Das wäre ein etwas holpriger Einstieg. Nein. Im Kampf synchronisieren. Verbündete ohne Ringe können sich neben ein verschworenes Emblem bewegen und sich über den Befehl reden mit ihnen synchronisieren. Okay. Greift ihr die an? Ihr habt keine Staatswerte. Dann müsste ich mir jetzt irgendwie Gedanken machen, wer hier wen einsammelt, ne? Sehe ich irgendwie deren Level? Nee, ne? Also egal, eigentlich. Weißt du was? Würde ich mir bei Live eigentlich nicht schlecht. Dann kannst du ja tanzen, nämlich. Ne? Ja, 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 ne? Sie hat ihren Namen. Seinen Namen habe ich gesagt, ne? Ja, wenn ich das nochmal mache, dann. Dann werden die irgendwie gelöst und ich wechsle, ne? Man zweifelt an einem Wert. Stimmt, ne? Sie ist ja ein Drache, das heißt, sie bekommt bessere Werte mit ihren Emblemen. Oh, das ist nicht schlecht. Hier hat die Staatswert von allen Charakteren. Okay, was haben wir noch hier? Lucina, keine Ahnung, sind überhaupt die Werte hier bekommen und so? Ja, ne? Wir tun ja nicht mehr reden, ne? Wir sind ja alle irgendwie jetzt böse. Na, machen wir mal den hier. So, Protection ist immer noch nicht weg, von daher weitermachen. Ich überlege, wen gebe ich denn jetzt hier links, ne? Sie wahrscheinlich, ne? Weil sie eine Menge Stärke hat. Du kannst doch bestimmt ihn angreifen, ohne getroffen zu werden, ne? Oh ja. Aber will ich da hin? Ich glaube ja, ne? Ich will jetzt nicht schon wieder Dutzende Leute hier anlocken, bevor ich irgendwie hier. Du hast eine Silber als mit 44 Angriffskraft. Nur 36. Das heißt, du machst 28. Du machst genau. Ich will aber gerne überprüfen können. Deswegen warten wir erstmal hier. Wer schützt mich jemand? So, ich habe das Gefühl, ich sollte irgendwie die Gegner irgendwie nicht hier in der Nähe von den Emblemen lassen. Die vielleicht irgendwie klauen können oder so.
weiß man ja nicht, ne? Sieht auf jeden Fall nicht so danach aus, aber okay. Er ist weg. Okay, ich wusste, irgendwann kommen von da welche. Ich wusste es. Ich habe es irgendwie gewusst, dass da von oben irgendwie Gegner kommen. Bringt ihn nicht um. So. Wer sagt mir du? Nein, Mann. Ah, ich habe genug Gegner hier. Die einige Charaktere aber ohne bestimmte Waffen auch echt nutzlos sind, ne? Die mit irgendwas anderes als mit der Eisenlanze hier rumlaufen würde, ne? Würde hier ganz schön gefährlicher sein. Uff. Wann da? Okay, warum ist deine Hitchance so niedrig? Alter, sie würde überleben mit einer AP. Gott. Ein fairer Kampf. So. Kann ich eigentlich. Dann trifft er mich, aber dann haben wir den platt, hoffentlich. Wenn ich daneben auch, aber ich habe noch Stoß, ne? Ich kann ja nur noch Wander zum Retten schicken oder ihn. Na komm. Einmal 90% oder zweimal 70%. Komm. Als einen Moment so erst, als würde sie irgendwie, als hätte sie irgendwie daneben geschlagen sogar. So. Soll mir die Diebe irgendwie so ein Zeichen geben? So, hör mal, die können irgendwie die Gegner die Embleme klauen oder was ist hier los? Mein Bruder inspiriert mich. Ach ja, und Dolche, ja, genau. Vergiften, ja. Nein. Schön. Ah, schon besser. Ich nehme mal sehr stark an, nach diesem Kapitel werden wir alle Ringe haben, ne? So, hey, warte mal, einen Moment. Hier sind auch Diebe erschienen. Oh nein. Ihr werdet auf die Ringe ja losgehen, ne? Was passiert, wenn ich die... Erst einmal... Und Studio. Ja, schon genau, was ich hier mache. Okay, sag aber nicht den Namen. Das wäre nämlich interessant gewesen, so im Sinne von, ne, wir haben jetzt irgendwie, weil nicht für jedes Emblem hier irgendwie ein Satz irgendwie so eingefügt oder so. Okay, ich mache den sogar alle. Ich mache den genau alle. Mal ein paar Leute hier anlocken. Du bringst mich ja nicht um, ne? Nö, noch fast. Warte mal. 48%, okay. Mach mal so. Kannst du
Und der mit feinden Kräften den erledigen. Er macht nichts Schaden. Cool. Ich will dich mal da rauslocken. Ich kann auch den hier machen. Ich habe Purativ, ne? Mach mal. Mach schon. Ich tue wahrscheinlich jetzt wieder dutzende Leute hier anlocken, aber was soll's. Da, du hättest den mal beschäftigt, ne? Da kann er jetzt gar nicht mehr hier vorbeikommen. So. Verteidigung 8. 45. Das ist eine Menge Schaden. Oh Gott, sie ist sowas von tot, wenn sie da reingeht. Ich schicke dich mal hier hin. Weil ich so das Gefühl habe, gleich kommen diese fliegenden Typen da angedüst. Und der Grund, warum ich das denke, ist, weil ich in deinem Platz hier. Aber ich habe einige Anti-Flugeinheiten, ja. So, mein Plan ist jetzt, wenn der Dieb jetzt hier kackfrech hier auf den Ring losgeht, ne? Da kommt sie, ja, ne? Mit ihren Fernkampfangriff und macht den platt, ne? Soweit jedenfalls der Plan. So, oh, du hast C-Dingens. Ha! 8%, komm. Hey, das gibt's jetzt wieder nicht. Boah. Ja, war ich mit 49% aus. 8% getroffen, ja. Darfst du gar keinen erzählen. So, und da habe ich schon wieder eine Menge Leute. Der geht nach oben hin, okay. Er geht nicht auf den Ring los. Achso, wegen Silberklinge. Aro, Mann. So, ich hab Vale. Mit der Macht des Tanzes. Okay, ich glaube nicht, dass ich sie da rauskriege. Was haben wir alles hier? 30, 30. Ihr seid alle überhaupt nicht stark. Wenn ich hier genügend Leute hinpacke. So, wo ist er jetzt hingegangen? So, aber er glaubt es aber wieder nicht, ne? Aber ich muss schon wieder pinkeln, ne? Also ich mache jetzt hier wieder kurz einen Schnitt. Ich weiß nicht, warum das immer beim Aufnehmen passiert. Ich tue immer vor der Aufnahme pinkeln, aber gut, machen wir mal. Oh, da bin ich wieder. Ja, es ist unfassbar. Dabei tue ich immer vor jeder Aufnahme schon religiös pinkeln gehen, ne? Aber um genau solche Situationen zu verhindern, ne? Aber dann passiert genau so was. Ich habe mir sogar eine Notiz hier gemacht, hier auf so ein Blatt Papier mit Bleistift und so, ne? Also normalerweise tue ich immer so eine kleine Datei irgendwie so neben der Aufnahme platzieren. Für mich so, ey, hör mal, du bist in dieser Minute hier pinkeln gegangen, schneid das raus, ne? Obwohl ich das eigentlich schon immer beim Bearbeiten der Aufnahme sehe, weil da ist immer so eine Linie, was also bedeutet, da ist irgendwie nichts gesprochen worden, ne? Was in der Aufnahme immer bedeutet, so gerade Linie, ne? Entweder das oder meine Aufnahme ist klinisch tot. Aber ja, da kommt, das sehe ich spätestens da, aber wer weiß, vielleicht vergesse ich das ja mal und ja, dann stehe ich da, ne? Und ihr habt irgendwie gehört, wie ich irgendwie die Notiz gemacht habe. Und ja, gut. Außerdem hatte ich ein Stück Papier gerade zur Verfügung, von daher. So, diese Situation ist ziemlich easy, ehrlich gesagt. Das sieht gruselig aus auf den ersten Blick. Aber die Gegner haben alle so 30 Angriffskraft, ne? Das heißt, alles, was ich jetzt hier eigentlich noch machen muss, ist irgendwie hier und hier vielleicht oder hier jemanden hinzupacken, der eine Menge Verteidigung hat.
Dann haben wir eigentlich schon alles erledigt, ne? Er hat 26 Verteidigung, was nicht schlecht ist. Ja, allerdings ist noch ein bisschen nervig. So, ich darf nicht vergessen, ich kann tanzen mit Vale, was ich wahrscheinlich sogar machen werde hier. Aber da müssen wir ein bisschen ja koordinieren. Gibt ehrlich gesagt keinen Grund, nicht mit ihr irgendwie zu tanzen, weil sie so wie ihr Effekt irgendwie erklärt worden ist, tut sich ihr Ding sowieso automatisch aufladen, ne? Von daher, ich glaube ich gebe dir Lucina, weil Lucina steht gerade ein bisschen im Weg. Ich könnte dir eine reinhauen erstmal, ne? Kannst mal aufhören, so stark zu sein. Du musst immer 5 Schritte vorausdenken, wenn du irgendwie planen willst, wer sich wie bewegt. Ich gebe dir Lucina. So. Aber so, dann könnte ich den ja machen, ne? Nur ein ist soweit. Ich muss ihn ja auch noch mit erledigen, ne? Ich will mich natürlich so platzieren, dass ich hier mit für vier Leute tanzen kann, ne? Damit sie halt auch Erfahrungspunkte kriegt, ne? Die meisten. So, mein Gott. So, die überlebt schon wieder. Was ist hier los? Du hast Lincias. Er hat Lincias. Verdammten Ring. Deswegen kriegt er ja nichts getötet. Warum habe ich ihn dann mit ihm als ersten geschossen? Habe ich damit ihm als erstes geschossen? Wanda, kannst du den erledigen? Ja, komm, passt schon. 90% ist genug. Wenn nicht, kann man ja noch tanzen. Ne? Perfekt. Haha, Momente. So, ein bisschen doof jetzt hier. Mit ihm nichts gemacht, aber egal. So, sehen wir zum ersten Mal. Ich kann nicht tanzen. Okay, anscheinend kann ich meine Embleme nicht benutzen. Also das ist gut zu wissen. Ja. Ich wünschte, das hätte ich ein wenig früher gewusst. Okay, wir müssen hier irgendwie. Okay, so, du. Du musst hier rein. Du musst hier rein. Du, oh. Du musst. Ist hier deine Sicherheit? Ja. Solange ich da jemanden hinpacke, der blockiert. So, machst den ja. Sieht auf den ersten Blick etwas gefährlich aus. Aber so, danke. So, ich meine, er macht jetzt ein bisschen Schaden gegen ihn. Aber wird schon klappen. Okay, ich bin
ja nicht nochmal mit 8% treffen. So, dann gehst du hier rein. Machst ihn ja platt. Ja, der hat eine Tempo-Fehler anscheinend. So, und jetzt musst du ja alles tanken, ne? Na gut, ist. Das Gute ist, er kann sowieso nicht von all den Leuten, die auf einmal angegriffen werden. Von daher hat keine. Der kann von zwei Leuten maximal angegriffen werden. Ja, so viel Schaden kann er gar nicht nehmen. So. Okay, das hat irgendwie funktioniert. Pff. Geht trotzdem mal da rein. So, da haben wir noch hier ein paar Leute, die irgendwie zu spät zur Party erschienen sind. Ich kümmere jetzt mich nicht um den Typen. Ich brauche hier, glaube ich, die Leute alle. Mal unsere Kollegen hier hinpacken. Damit wir da ein bisschen aushelfen können, ne? Wie es aussieht, scheinen die Diebe ja nicht irgendwie auf die Ringe loszugehen. Von daher. Lass einfach den Dieb auf uns zukommen. Außerdem möchte ich hier niemanden anlocken und dann kommen irgendwie hier und hier auch noch Leute. Ne, da würde ich lieber irgendwie meine Charaktere alle an einen Ort packen. Mit Pfeilsverstärkung kommen wir wenigstens alle an einen Platz sind. Hi, was geht da? Daneben. So, ich wusste, er bewegt sich. Ach, jetzt haben die schon wieder Hilfsangriffe. Okay. Das ist ehrlich gesagt das optimal, was hätte passieren können, ne? Wenn er ihn jetzt erledigt hätte, dann hätte man noch mal Schaden bekommen von jemanden. Hätte ja sehr böse ausenden können. Okay. Ich habe nicht gesehen, dass du einen Fernkampfangriff hast. Ich dachte, du hast einen Nahkampfangriff. Ich glaube, wir sind doch jetzt tot. Ja, wir sind tot. Oh Gott! Ach Mann. Hi, na. Und halt alles nur, weil der Tanz nicht funktioniert hat, ey. Den Zug sowieso noch mal neu machen, habe ich so ein Gefühl. Ich überlege gerade, ich glaube, das bringt es nicht. Halt mal, wenn ich vielleicht nicht gedoppelt werde, dann könnte das was werden. Ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich überleben. Ich bin auch blöd, ne? Wenn ich nur warte, dann bekommt ihr doch noch zwei Verteidigungen, ey. Oh Gott, jetzt gehen sie aber wahrscheinlich auf ihn los, ne? Oh oh. Immer irgendein Mist, ne? Irgendein Mist. Ist ja immer, wenn man nicht beachtet. Ey. Okay, müsste eigentlich gut gehen hier, ne? Also wenn sie jetzt alle auf Clan gehen, die können ja, die können alle auf Clan losgehen und dann ist er tot, ne? Ist bestimmt genau davon passiert jetzt, ne? Zu raten. Mann.
Oh Gott. Was geht hier? Ein bisschen mehr Verteidigung. Okay, jetzt könnt ihr gar nicht auf links losgehen. Naja, die gehen beide auf links, auf ihn wieder los. Weil von denen kann nur einer jetzt links erreichen. Ich muss überlegen, was das. Also Unterstützungsangriffe auf der Gegner sind so nervig. So, jetzt muss ich die Leute hier alle erledigen, ne? Ich soll euch als das. Ich hätte am liebsten diese Leute hier erledigt. Mit dem ihrem blöden Trefferchance mir auf den Nerven gehen. Deren Doppelangriffen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, dass ich nicht tanzen konnte, ey. Haben wir alles ruiniert. Ich hätte voll tanzen können. Hätte ich jetzt alle meine Leute, die jetzt auf der rechten Seite sind, nach links platzieren können. Ich hätte einen vollen Tag gerettet. Oh, das heißt, ich kann auch mit Dings nicht schießen, ne? Was mache ich denn jetzt hier? Ja, Gott, nein, ich kann gar nicht den sein Dings einsetzen. So, 70 Schaden. Ich meine, da muss ich machen, ne? So, ich muss dann zwei Leute hier haben, die hat hier alles abblocken. Wie zum Beispiel ihn. Kannst du? Nein. Also schwierig ist das hier eigentlich, ne? So, mein Gott. Ich glaube nicht damit treffen kannst, ne? Also nicht nur er, allgemein niemand. So, ich muss dich boxen. Sorry. Jemand anderen den Dings geben. Du bist mir ausgewichen. Wie kannst du sagen, ich wagen? Jemand weicht den Würmgott aus. So, wer hat noch Verteidigung? Du hast Verteidigung. Du kannst dich genau noch dahin platzieren. Oh, der protected die. So, ich mach einmal. Oder kannst du jemanden? Nee, du mach einen. Und dann du, ja. Dann ist alles chillig, glaube ich, ne? So, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Kannst du Veil doppeln? Nein. Ich würde sie gern da platzieren. Jetzt halt die Charaktere ein bisschen. auf Trab halten kann.
ob du so blöd bist. So. Und warten. Ist das okay? Ja, ne. Ich mal die Wand an, die ich da aufgebaut habe. Wen gehst du los? Okay. Ah. Er will mich brechen, aber wenn er keinen Schaden macht, dann kann er mich nicht brechen. Ne? Das habe ich auch schon mal gemerkt. Also fragen wir da schon sagen, der Gegner hat eine interessante Stimme. Ja, da kommen noch mehr Leute und mehr Leute und mehr Leute. Mit Excalibur. Wie viele Erfahrungspunkte bekommt sie, wenn sie Gegner erledigt? Nehmen wir an, nicht so viele, ne? Ja, das sind zu wenig. So, ja, sie kriegt natürlich Supportpunkte von unserem Hauptcharakter hier. So, nein. Der Typ hat Excalibur, Mann. Machen wir den ja. Ich achte einfach darauf, dass ich meine KG so platzieren kann, dass die neben meinem Hauptcharakter stehen, wegen Supportpunkt und so, ne? Ja, langsam auch mal reinkommen, aber hab hier. So, kannst du ihn erledigen? Ja, ne? Ich finde, ich benutze mit ihr irgendwie mehr. So, oh, ja, ich liebe. Es gibt nichts Schöneres als Magier mit einem Schlag wegzuhauen. Das ist irgendwas sehr Befriedigendes. Hat irgendwas sehr Befriedigendes an sich. Okay, Geschicklichkeitsdieb, also die ganzen Mini-Sachen. Die Charaktere noch haben, die können sie noch aktivieren. Aber keine Dings hier, keine Emblemfähigkeiten, Emblemfähigkeiten. So. Lass mal da. Und du protect's mal. Hey Wanda, kriegst du den? Na komm, versuch. Sehr gut. Ich werde immer mächtiger. Was für meine Verhältnisse nicht sehr mächtig ist, aber es ist immer noch mächtiger. Ja, du hast doch bestimmt einen Support mit Vale, ne? War keine Piorette, ist mal einfach nur stumpf drauf gehauen. So. Nein, egal. Er sieht immer so aus, als wäre irgendwie so bereit für so ein Joystick-Match, wie wo so zwei Ritter sich aufeinander zu rennen, sich versuchen irgendwie vom Boss zu hauen mit so Lanzen. Ja, das wäre jederzeit bereit für so was. So. 80
denn? Komm. Mach niemand anders kaputt. Danke. Okay. Wir nähern uns langsam hier ran. So, er ja. Wie mache ich ihn kalt? Wahrscheinlich mit ihr, ne? Sie entwickelt sich jetzt so langsam zu so einem Magiekiller, ja. Hey, warte mal, du hast Stoß, ne? Zum Glück bewegt er sich nicht. Man kann sich um die beiden eigentlich kümmern. So, warte mal, Momente, ne? Momente. Aber hier hat niemand HP verloren. Du hast HP verloren. Und sie jetzt 40 an Erfahrungspunkte, an Supportpunkte ja noch ausschöpfen. Besser überhaupt. Oh yeah. Hey, ja, oh yeah, du bist neu. Du brauchst Supportpunkte. Ja, du bleibst da und chillst. Alles klar, Schatz. Daneben. Und ein Crit. Oh, Dreck. Ein AP überlebt natürlich. So, ich bin sofort, der nach rechts gegangen ist. So, du kannst mich gar nicht kontern. Perfekt. Zack. Zack. Kannst du ihn heilen? Ja. Zur Not kannst du ihn heilen. Okay. Bei Diamant kann ein bisschen abzuteilen auf der Karte. Ich werde nur eingebildet. Sonne, ich heile mich selber. Ich darf vielleicht mal meinen Hauptcharakter nach links bewegen, ne? Ja, okay. Mikaya? Glaube ich aber nicht dran, Mann. Relativ chillige Level bisher, ne? Ja, schon sagen. Ist wahrscheinlich auch so gedacht, ne? Kann eigentlich irgendwie so eine Killer-Level geben, den man irgendwie nicht zurück zum Somnia gehen konnte und so ich vorbereiten konnte, ne? So nehme ich mal an. Ah, kannst du ihn fast töten? Kannst ihn sogar ganz töten, wenn du willst. Ich will, dass du ihn auch passt. Zack. Zack. Und jetzt brauche ich jemanden, der diese Person ganz töten kann. Zum Beispiel Bundet. So. Genau 6. Dann kriege ich aber auch keine Bündniserfahrungspunkte hier, ne? Das ist ein bisschen KG. So. Bist du ja Lanzenkämpfer? Bonnet, keine Ahnung. Also kurz davor. Mal sehen, was passiert. Hm.
Schau mal, was mal passiert, wenn man bei den Gear zweimal versucht, eins aufzusammeln mit dem gleichen Charakter. Ich kann mir sie gut als Heiler vorstellen, wenn ich ihr Dings gibt, ne? Wenn ich ihr Mikaya gebe, das wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Keine neuen Gegner, cool. Du hast Schwierigkeiten. Was für Schaden macht das? Das ist aber so merkwürdig, sie ohne Crit-Chancen zu sehen. Kriegen wir jetzt aber raushauen, ne? Jeder kriegt ein. Jeder kriegt ein. Everyone gets one. So. Lass mich mal sehen, was passiert, ne? Mikaya. So, ja, zwei. Geht aber gar nicht. Okay, mir ist das wichtig, okay. Mir ist es wichtig, okay. So, ich habe gerade den ganzen geheilt letztens. So. Muss ja auch an die Werte denken, ne? Wenn er jetzt zwei Ringe nimmt, dann nimmt er ja, kriegt er ja nicht beide Werte, ne? Von daher muss ich ja jeden Charakter, jedes Emblem auf jeden Charakter ja verteilen, ne? Okay. Oh, du bist so oder so tot. Ich dachte, sie hat man nicht gekrettet. Was ist denn hier los? Wie kommt es, dass meine Heiler jetzt irgendwie alle voll unterlevelt sind? Die sind meistens mal voll hoch gelevelt worden. Aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt, ne? Kommt daher, weil jetzt irgendwie mittlerweile jeder Stäbe benutzen kann, ne? Und dann irgendwie jeder kann jetzt irgendwie Leute heilen. So, Wanda, du holst immer Mikaya. Sag ich auch, für schwachsinnig, ne? Jetzt hat er nämlich Magie und Resistenz und so. Oh, egal.
Und Clan, du holst ja Zeleka. Das ist wie, als wenn die mit meinen Hauptcharakter reden, ne? Die sagen einfach nur irgendeinen Satz. Das ist einfach eine Lücke. Und dann heißt es so, oh, das ist, da kannst du alles einfügen, ne? So, was haben wir hier? Silberbogen. Kann ich dich anlocken? Ja, ne? 38, ja, komm, passt. Na, ah, ich dachte, er wäre, ich dachte, er wird den erreichen. Die Typen sind euch mal auf mich zugekommen, Mann. Die Schweine. Da von oben niemand hergekommen. Alter, das Spiel weiß aber auch echt irgendwie, wie und wann die Gegner gekommen ist, ne? Also was, ich warte dann einfach hier auf euch, ne? Ihr trefft mich doch sowieso nicht, ne? 124, 18, ihr trifft mich zu 4%. Klappt. Passt. So, war noch nicht hochgelevelt, Mann. So, ein bisschen Support aufbauen mit Bale, würde ich sagen. Nein, da ist zu viel. Aber da ist eine Meisterlanze. Okay, so viel dazu. Ist das ein Silberschwert? Ja. Das wird sie nicht umbringen, ne? Die Schweine sind gar nicht näher gekommen, ey. Warte ich eben hier auf euch. Gott. Kannst du die beiden überleben? Oh ja. Nee, der hat eine Kriegerachse. Lass mal. Na, chill ich doch lieber hier. Daneben. So trifft man, Kollege. Was bist du, ein Aktkämpfer mit wenig Genauigkeit? Oh Gott. Oh, du bist rot. Mein Fuß ist in der Treppe drin. Bist aber trotzdem tot. So. Noch mehr Fähigkeit. So, cool. Wie viel hättest du mir Schaden gemacht? Eine Menge. Lass ich mal ein bisschen hier. Mal ein bisschen Support farmen. So viele Chancen haben wir ja nicht mehr.
Aber ich mal wir hier bewegen, ne? Du hast ja bestimmt auch einen Support mit ihr, ne? Ja. Also 4. Warte mal, wo ist Wanda? Ist die Chance für ihn. Ach, er ist hier oben, verdammt. Ah. Da war er weg. Sie kriegt noch mehr Geschicklichkeit jetzt. Na, ein Meisterbogen. Sie ist so kurz davor. Irgendjemand Heilung, irgendwer. Irgendwer braucht Heilung. Wanda. Du kannst doch bestimmt die Leute hier one-shotten, ne? Oh ja. 98%, ja. Ja, natürlich, warum nicht? Stimmen hören sich irgendwie gar nicht irgendwie an, als würden die irgendwie zu denen passen. Ja, als würden da sich irgendwie so kleine Mäuschen irgendwie verstecken in deren Körper. Einfach so ein Trenchcoat, darunter ist irgendwie so eine Maus versteckt. So, 12 mit dem Crit haust du mich noch nicht mal weg. Cool. Mach mal den hier. Okay. Die beiden haben Support. Stimmt. Sie hatte gedacht, irgendwie. Sie hatte irgendwie. Er hatte irgendwie einen Fanclub von ihr oder so. Ich fliege. Erst wenn ich kritisch. Ah ja, Protection, habe ich vergessen. Das sieht aus wie ein Kill für Wanda. Aber ja, da waren auch noch Leute, ne? Einer. Wanda, wo bist du? Ich habe da was für dich. Zum Spielen. Und zum Naschen und Schokolade. Ja, ja, ja. Meiner. Wieso kommt denn da ein Lichtschlag, nachdem der gestorben ist? So, Das war eine überraschende Leistung für dieses alte Gestell. Cool. Okay. So, das wird ja eigentlich immer einfacher, habe ich so ein Gefühl. $11, den kriege ich da bestimmt irgendwie angelockt, ne? Mit dich zum Beispiel, obwohl $11 gibt 9. Ich muss die Ringe nämlich mal einsammeln, ne? Damit die irgendwie. Das verpacken wir dich. Und dich daneben. Jetzt bekommst du noch weniger Schaden. So, wie wär's, wenn wir das hier noch mal versuchen, ne? Könntest du bitte näher kommen?
wäre so toll. Lass mal einen aber Protection einsetzen. Mach jemanden Support mit ihm, ja. Na, wenn du nicht näher kommst, dann komme ich halt auf dich los, ne? So, sagen, sind schon ein paar coole Sachen passiert so in den letzten Folgen, ne? Oh, nice. Ich meine, es war super Anime, was ironischerweise nicht so typisch ist für Fire Emblem. Warum ist er der Einzige, der sich bewegt? Ja. Cool, der ist nicht auf uns zugekommen. Man könnte meinen, Fire Emblem wäre irgendwie voll Anime, ne? Aber storymäßig eigentlich nicht so in den meisten Fällen, ne? Nur halt dieser Teil ist schon so ein bisschen, weiß nicht, drückt schon so ein bisschen so auf die ganzen Anime Tropes hier. Das ist ein Charakter mit einer schrecklichen Vergangenheit, wie Bell. Gibt da 1000 Jahren zum ersten Mal jemanden, der sich für sie einsetzt und so was, ne? Keine Ahnung. Obwohl, ich mag es ehrlich gesagt eher so. Bei Fire Emblem ist normalerweise gefüllt mit Politik, was jetzt nicht so mit mir so gut resoniert, ne? Aber das sieht auch nach einem Killverband aus. Aber dann kommt er hier, ne? So. Ich kann auch gar nicht näher rangehen wegen diesen Typen hier, weil also ich finde schon ein bisschen besser, dass das Spiel so ein bisschen mehr so Anime ist, ne? Im Vergleich zu den anderen Teilen. Ich persönlich finde, weil nicht Politik ausgerichtete Spiele, die sich nicht so interessant. Ja, gehen wir hier. Deswegen konnte ich Final Fantasy 12 damals nicht so leiden. Muss eigentlich ein super Spiel ist. Ich finde es irgendwie mehr zu schätzen als damals, als ich da zum ersten Mal gespielt habe. Aber mein Gott, die Story. Nein, das Königreich hat es darauf abgesehen. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht diese Sachen machen, dass dieses Königreich feiert. Ne? Also, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wie man Politik irgendwie. Keine Ahnung, mein Hirn schaltet sich bei sowas immer aus. Also, ich finde das voll uninteressant. Politik hat man schon im echten Leben, ne? Wenn ich mich da schon nicht interessiere, warum soll ich mich da im Videospielen darüber interessieren? Also ja, so, kannst du mal da rauskommen bitte? Und Fire Emblem ist normalerweise auch sehr politisch ausgerichtet. Aber je neuer die Spiele irgendwie werden, desto weniger Politik kommt da irgendwie vor. Ich meine, du hast kaum politische Inhalte hier in dem Spiel. Von daher.